Hi Leute, willkommen zurück zu The Messenger. Und was passiert hier? Uiuiui. Ah, dieser Level geht aber auch schon erstaunlich lange, ne? Aha. Aber die Passagen sind schon sehr geil gemacht, finde ich. Also, ich habe oft immer... Ja, danke schön. Das ist auch schon wieder bei meinem Lieblingsdozenten in Latein wieder ein doppelter Fehler. Ich habe oft Probleme mit überschwänglicher Kreativität bei solchen Spielen, aber hier bin ich einfach positiv überrascht. Moment mal, ich dachte, der Laden verbirgt sich hinter der Tour von neulich. Das ist das, woran du dich stößt? Mein Laden ist mit der ganzen Welt verbunden und das geht klar, aber aus irgendeinem Grund kann es ihn nicht zweimal im selben Gebäude geben. Nicht zu fassen. Brauchst du was? Ich könnte jetzt theoretisch das schon nehmen, ne? TP nun bis 5 wieder her und füllen alle KI-Ladungen auf. Ja, das ist doch Quatsch. Da habe ich lieber weniger Schaden insgesamt. Also, es ist ja jetzt keine Verhandlungsgrundlage, finde ich. Okay, was ist hier? Du hast die Willensprobe also bestanden. Ach, dann werden wir jetzt also das Ding durchziehen. Mach dich bereit, Messenger, und werde Zeuge der Macht unseres Ordens. Du wirst als Auserwählter hervorgehen oder überhaupt nicht. Das reicht als Einleitung. Ich bin zuerst dran. Da ist aber jemand aufgeregt. Ach, ich bereite diese Rede seit Jahrzehnten vor und er... Du wirst drüber hinwegkommen. Auf geht's. Du wirst drüber hinwegkommen. Du musst dich einfach mal... Oh, was passiert jetzt denn? Eieieiei. Alter Schwede. Sieht aus wie einer, der bei League of Legends mitmacht. Aber schauen wir mal. Okay. Was mit der Hand? Ja, guck mal, da kann ich rauf, das ist ja witzig. Ah, siehst du mal. Ah, die. Nix da. Leute, hier ist Exploiten angesagt. Ah, okay, jetzt ist Exploiten vorbei. Was passiert jetzt mit den Kugeln? Das ist die Frage, die uns alle interessiert. Alleine die Mucke schon wieder, ne? Ah, komm, die Kugeln gehen auf uns drauf. Das ist natürlich... Also... Aha, jetzt ist er da ein bisschen angefasster, was sowas angeht, ne? Okay. Kapier ich? Kapier ich? Nee, hab ich nicht kapiert. Okay. Die erste Runde jetzt mit einem Lebenspunkt, nur noch ist er sowieso selber nur mal zu gucken. Ach, okay, dann zieht er mich da direkt in seine Knüdelchen rein. Aber ich habe jetzt selbst jetzt nur 3 Punkte. Ach, da oben sind seine Gondeln. Ja, dann fahr nochmal zurück, nur für mich. Oh, okay. Ja, so ist doch viel besser. So ist es doch viel schöner. Jep. Jep, 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 jep. Okay. Hi. Ach, nicht nochmal. Mit... erzählen und so. Nein, direkt auf der Fresse. Ist okay, kann ich mitarbeiten. Das sind Termine und, Termine. Das sind... Das ist eine Terminologie, mit der ich mich anfreunden kann. Okay. Einfach nur Hand heißt... Okay, der geht aber immer da lang. Ja, okay. Ja, jetzt ist er hier in seinem Modus. Na, tolle Wurst. Ja, dann warte ich mal lieber. Das ist aber nicht einfach, finde ich. Wie soll ich dem denn eigentlich ausweichen gescheit? Okay, das ist eine gute Möglichkeit. Ach, ich dachte, ich würde fliegen. Eieiei. Idiot, komm. Ja, jetzt ist wieder meine Lieblingsattacke hier. Okay. 3, 2, 1... Post, und... Okay, Kumpel. Jetzt kann ich nicht rauf. Das habe ich schon gelernt. Seitdem ich mache das so. Nee, die Kugeln bleiben ja, lustigerweise noch. Okay, jetzt wird geblinkt. Na? Runterfallen ist übrigens die dämlichste Art, hier zu sterben. Das heißt, Mittel der Wahl bleibt weiterhin... dieses blöde...
Das ist doch top jetzt. Okay, da gibt es doch bestimmt ein Zeitfenster. Ach, guck mal. Ach, guck mal einer an. Für Leute, die gerne gefährlich leben, ist das hier natürlich ein tipptopp Moment. Obwohl mir gerade so ein bisschen bläut, dass ich hier viel zu wenig Schaden mache. Okay. Ja, aber immer wenn er stinkig ist, dann fängt er an zu klatschen. Das ist so ein bisschen doof jetzt. Aber im Endeffekt ist das hier eine ganz gute Strategie. Ah! Na gut. Das wusste ich nicht. Okay, rauf hier. Okay, die fangen an zu blinken. Habe ich natürlich nie wieder nicht mitgekriegt. Ja. Hab nicht richtig hingeguckt. Oh, guck mal hier. Das ist doch easy jetzt gewesen. Also, man könnte da theoretisch richtig machen und das wird relativ lange dauern. Oder man macht einfach hier Cheese Thread von Matt Baron. Dann ist natürlich ein bisschen einfacher, aber du kriegst dann wütende Kommentare. Aber es ist in Ordnung. Da musst du in dem Moment dann auch irgendwie über dich ergehen lassen. So, runter hier. Okay, ich glaube, er kommt. Lass mich diesmal bitte den Teil mit der Prophezeiung machen. Ich halte mich daraus. Macht, was ihr wollt. Du hast die Machtprobe also bestanden. Gut, was kommt als nächstes? Und die Prophezeiung zu erfüllen, musst du die Glaubensprobe bestehen. Dazu musst du den Sprung wagen. Den Sprung? Den Sprung, ja. Kapier ich nicht. Naja, die Glaubensprobe. Du springst und beweist damit deinen Glauben. Macht Sinn, oder? Oh Mann, jetzt spring ehrlich. Ah, komm schon. Ich wollte hier einen epischen Moment erleben. Und nun, Held, verleihe deine Hoffnung, Mut und deine Stärke einen Sinn und wage den Sprung in dein Schicksal, um als der wahre Messenger hervorzutreten. Ja, ne? Wäre nicht das erste Mal, dass ich hier in irgendeinen Abgrund gejumpt bin. Scheiße, was ist passiert? Komm an. Ach, guck mal an. Ich habe einen schönen Hut gekriegt. Wie sehen wir denn aus? Haben wir mehr Bit gekriegt? Das ist ja geil. Brrr. Ach, und er ist auch schöner jetzt? Na gut. Schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. So viel kannst du doch gar nicht schreiben. Eieiei, sieht das gut aus. Und da drüben wartet schon der erste Arschbackenboy auf uns. Wow, jetzt hätte ich aber gerne jemanden, der mir das erstmal erklärt. Und die Musik ist auch ganz anders. Tja, der Grafikstil ist auf einmal ganz anders geworden. Das finde ich geil. Das ist ein super gutes Feature. Super gutes Feature. Auch wenn ich natürlich zu den Menschen gehöre, die den Stil von davor besser fanden, aber es ist... Das ist einfach... Super Nintendo Generation hat einfach eingeschlagen. Und es wird auch kniffliger. Hi. Oh. Was ist passiert? Ich wurde teleportiert und oder so und jetzt sieht alles anders aus. Hallo? Okay, das ist nun mal ein wirklich cooler Hut. Ja. Ganz im Ernst, wow! Weißt du vielleicht, was passiert ist? Tut mir leid, ich komme nicht über den Hut weg. Brauchst du etwas? Worüber möchtest du dich unterhalten? Willkommen in den Wolkenruinen, den Überresten einer Zivilisation von Riesen, die in den Wolken leben. Dieser Ort ist wunderschön, aber die Gebilde kommen mir bedenklich vor. Ja, kein guter Ort, wenn man Höhenangst hat. Wie weit oben bin ich? In meiner Gunst, meinst du? Was? Nein, geografisch. Nun, du hast den Turm der Zeit auf den Gipfel des Berges betreten und ihn dann an der Spitze verlassen. Ich würde also sagen, du bist ziemlich weit oben. Genieß die Aussicht. Worüber möchtest du dich unterhalten, neuer Look? Warum sieht alles so anders aus? Ich hatte mich schon gefragt, wie du mit den Folgen der Zeitsprünge umgehen wirst. Unwissenheit ist wohl tatsächlich ein Segen. Wie meinst du? Dieser Moment im Turm der Zeit... Ja?
Ich hab dich in die Zukunft geschickt. Ah, cool. Ja, genau, cool. Worüber möchtest du... Ach, noch eine Geschichte. Hast du eine Geschichte für mich? Klar, hier ist eine Geschichte für dich. Es war einmal ein kleiner, an Hunger leidender Junge, der keine Gelegenheit ausließ, den Bewohnern seines Dorfes zu helfen. Eines Tages, nachdem er einem alten Mann beim Tragen eines schweren Weizenbündels geholfen hatte, wurde ihm ein Leibbrot angeboten. Hieß nur, mein Junge, du hast es dir verdient, sagte der Mann. Aber wenn du aber noch mehr helfen möchtest, im Wald verstecken sich zwei Gnome, die sogar noch hungriger sind als du. Der Junge war mitfühlend, er hatte sich sofort entschieden. Nach einer kurzen Wanderung fand er die Gnome und teilte das Brot für beide auf, ohne auch nur einen Bissen für sich aufzuheben. Vielen Dank, lieber kleiner Junge, sprachen die Gnome strahlend. Es scheint, du hast unseren Fluch aufgehoben. So war es in der Tat. Ein Geist hatte die beiden Gnome als Strafe für ihre Gier mit einem recht lästigen Fluch begegnet. Sie wurden in den Wald verbannt und trugen eine kleine magische Mühle bei sich, mit der man alles herstellen konnte, was man sich wünschte. Doch die Magie der kleinen Mühle würde erst aktiviert werden, wenn die Gnome in einem Akt der Selbstlosigkeit von einem fremden Essen erhielten. Hunger leiden zu müssen, während man ein Relikt bei sich dreht, das Überfluss verspricht, ist in der Tat ein grausames Schicksal. Du kannst dir vorstellen, wie überrascht der kleine Junge war, als man ihm den magischen Gegenstand gab. Sprich den Namen von etwas, das du begehrst, und dreh die Kurbel dabei nach rechts. Dann wird die kleine Mühle das Gewünschte ohne Unterlass erschaffen, erklärten die Gnome. Dreh die Kurbel nach links, dann hört sie auf. Nachdem der Junge einen riesigen Haufen Essen für die beiden Gnome erschaffen hatte, kehrte er zurück ins Dorf, um den Leuten mit seinen neuen Kräften zu helfen. Während er immer beliebter wurde, wurde seine große Schwester jedoch immer eifersüchtiger. Eines Nachts ertrug sie es nicht mehr. Sie stahl die kleine Mühle vom Nachttisch ihres Bruders zusammen mit zwei Pasteten, die vom Festmahl an jedem Nachmittag übrig geblieben waren. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, nahm sie das Fischerboot der Familie, mit dem sie zu neuen Ufern aufbrach, in der Hoffnung, dass nun endlich ihr die Rolle der beliebten Versorgerin zufiele. Als sie auf See war, entschloss sie sich, eine der Pasteten zu probieren, doch der Speise fehlte es an etwas. Es war an der Zeit, die kleine magische Mühle auszuprobieren, dachte sie bei sich. Gib mir Salz, sagte sie und drehte die Kurbel nach rechts. Und sie bekam Salz, Unmengen an Salz. Die große Schwester hatte allerdings nie aufgepasst, wie sich die Mühle stoppen ließ. Halt, halt ein, kleine Mühle, rief sie. Zunächst genervt, doch dann besorgt und schließlich in aller Panik. Bald lief das Salz über den Rand des Bootes hinaus und versenkte es unter seinem Gewicht. Man sagt, die versunkene kleine Mühle funktioniere noch heute und sei der Grund dafür, warum Meerwasser salzig ist. Ende. Interessant. Hört sich für mich aber irgendwie wie eine Geschichte für Kinder an, die Dinge über die Welt erklärt, deren eigentlichen Grund wir kennen. Schwieriges Publikum. Was? Warum erzählst du mir nicht eine Geschichte und ich beurteile sie? Du suchst also nach weiteren Erkenntnissen? Wie wäre es damit? In Anlehnung an die Art und Weise, in der die große Schwester ihrem Bruder den Erfolg nicht gönnte, entstand die Redewendung, jemandem das Salz in der Suppe nicht gönnen. Ich habe noch was. In Anlehnung an die mangelhafte Bedienung der kleinen Mühle durch die Schwester, die zu ihrem Untergang führte, sagt man, dass es Menschen, die es einfach nicht drauf haben, an Salz und Schmalz fehlt. Hey, das macht Spaß. Du solltest gehen. Ich werde mir weitere Erkenntnisse zum Thema Salz ausdenken. Puh. Ein großer Mann. Pfad des Widerstands. Das klingt einfach so militant. 38 Siegel der Macht. Heißt das, dass wir noch 38 Bereiche vor uns haben? Ja, natürlich tipptopp, ne? Würde mich auch ehrlich gesagt irgendwie nicht mehr wundern. Ach, da unten ist so ein Bouncer. Bouncer. Ja, was ist denn hier rechts? Geht's da weiter? Stimmt. Aber ich bin gerade zu blöd, das hinzukriegen. Hm. Ah, okay. Ja gut, das Gimmick ist natürlich leicht zu durchschauen. Allerdings ist es nicht so einfach auszuweichen, wie wir gerade gesehen haben. Okay, jetzt aber, wollte schon sagen. Wäre natürlich richtig kacke gewesen, wenn ich hier einfach runtergefallen wäre. Doch, dem war nicht so. Siehst du, jetzt sind die ganzen Kisten hier weg, da geht das auch einfacher. Hier, kleiner Raffzahn. Nimm dir, was mir gehört. Aber ohne seine Dienste wären wir ja auch sehr aufgeschmissen. Deswegen soll er sich ruhig bedienen. Okay, das ist jetzt hier einmal für coole und einmal für nicht so coole, oder? Nee, da geht's doch runter. Das ist doch... Mein Instinkt sagt immer, das Schwere zuerst machen. Pff, natürlich.
Na, okay, da geht's natürlich nicht weiter. Hm. Okay, warte mal. Warte. Oh, nee, bitte nicht. Ey, guck mal, da oben ist doch ein Speicherpunkt. Ach ja. Eine reichlich beschissene Situation, hier wieder zurückzukommen. Okay. Dann schauen wir uns das mal an hier. Ich fühle mich gerade so ein bisschen belästigt hiervon, ne? Okay, gehen wir einfach mal hier runter. So. Hier bist du doch jetzt so. Ah, guck mal an. Siehst du doch. Ach, das ist schade. Ich hatte eigentlich gedacht, dass der schwerere Weg derjenige ist, der mich hier zum Glück bringt. Aber ist okay, wir haben ja keinen Minus gemacht, wir haben ja jetzt immer noch grüne Boxen. Naja, komm, ist egal. Und Waldemar. Und hier Waldemar. Und jetzt gehen wir hier rüber und lassen uns hier natürlich mal schön durchpusten. Okay. Runter. Yes. Uiuiui, das ist schon knifflig hier. Okay. Der Raum sieht ein bisschen gefährlich. Uiuiui. Nein, du suchst doch auf! Nein, nein, oh Mann. Oh, nee, dafür muss ich ausgeschlafen sein. Das machen wir mal beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.